Michelangelo wurde der Welt geboren im Jahre 1475 in dem alten Bergdorf Caprese, dort wo der Tiber entspringt. Über sich sah der Knabe den blauen Himmel Italiens, um sich Gebirge und Stein. Aus rohen Marmorblöcken schuf er die gewaltigen Figuren, die für seine Zeit Meisterwerke der Bildhauerkunst bedeuteten, für die Nachwelt aber unerreichte Vorbilder. Kaum 17-jährig meißelte der Jüngling den Kentaurenkampf. Der 20-Jährige findet aus der Welt des Kentaurenkampfes zu den heiteren Formen des trunkenen Bacchus. Seines Jahrhunderts. Die Pieta. Schuf der 26-Jährige das verloren gegangene Schönheitsideal der Antike für Jahrhunderte neu, im Giganten der Freiheit, dem David.